Er selbst sagt von sich, ich bin der Größte. Doch noch erstaunlicher war, niemand widersprach. Cassius Clay, später Muhammad Ali, offiziell größter Sportler des 20. Jahrhunderts, ist tot. Der Boxer, der viele seiner Siege nicht dadurch erlangte, dass er seine Gegner zu Boden prügelte, sondern dass er einfach leidensfähiger war, bis seine Widersacher keine Kraft mehr hatten. Dann schlug Ali zu. Im Boxring und außerhalb, als Kritiker der Rassentrennung, als Gegner des Vietnamkrieges und später an Parkinson erkrankt, nahm er auch diesen Kampf an. Fassen wir es so zusammen, wie es Barack Obama heute tat. Muhammad Ali war der Größte. Punkt. Sandro Razzo. Boxen heißt, dass weiße Männer zwei Schwarzen dabei zusehen, wie sie sich verprügeln, sagte Ali einmal. Gnadenlos gegen sich selbst und andere, aber auch mit großem Herz. Schon als kleiner Junge habe ich geschworen, wenn ich berühmt bin, dann mache ich Dinge, die andere nicht tun, um uns Schwarzen zu helfen. Als 13-Jähriger fängt er mit dem Boxen an. Mit Talent, Ehrgeiz und riesigem Selbstbewusstsein kämpft er sich schnell nach oben. Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene. So beschrieb er selbst seinen tänzelnden Stil. Muhammad Ali, er faszinierte und polarisierte. Ich bin der Größte, sagt er immer wieder. Derjenige, der mich schlagen will, muss erst noch geboren werden. Sein Sieg gegen Weltmeister Sonny Liston und sein Charisma machen ihn 1964 sofort weltberühmt. Boxer, Exzentriker, Kämpfer für Menschenrechte. Cassius Clay heißt er eigentlich. Mein Sklavenname, sagt er angewidert, tritt zum Islam über und nennt sich Mohammed. Er weigert sich, als Soldat in den Vietnamkrieg zu ziehen. Dafür nimmt er in Kauf, dass ihm sein Weltmeistertitel aberkannt wird. Doch 1974 steht er wieder im Ring gegen Weltmeister George Foreman, der als unbesiegbar gilt. Der Kampf findet in Afrika statt und geht als Rumble in the Jungle in die Geschichte ein. Ali siegt dank der besseren Strategie. George Foreman heute bei Twitter: Der großartigste Teil von mir ist gegangen. Präsident Obama schrieb zu diesem Ali-Foto in seinem Büro: Ruhe in Frieden, Champ. Und Paul McCartney zu diesem Bild: Die Welt hat einen großartigen Mann verloren. Mit 42 Jahren erkrankt er an Parkinson. Unvergessen sein Auftritt bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Eine Ehre und ein Beweis seiner unendlichen Willensstärke. 2012 bekommt er die Freiheitsmedaille der USA. Er selbst sagte, all das, was ich im Leben erreicht habe, war die körperlichen Leiden wert.